Hans kommt zu einem neuen Video der Traxxas TX4 Sport Tuning Serie. In dem letzten Video haben wir den Rockslider verändert. Das Video könnt ihr euch nochmal anschauen, oben rechts einmal verlinkt. In diesem Video werden wir ein rein optisches Tuning vornehmen. Wie ihr schon seht, bezahlte Werbung. Ich habe die Produkte von RC Beleuchtung bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Dabei handelt es sich um Kennzeichen. So, hier die Kennzeichen. Man kann die Kennzeichen wahlweise mit oder ohne Kennzeichenhalter auswählen, genauso wie mit oder ohne Schutzlaminierung. Den HU-Stempel, also TÜV-Stempel und das Bundesland kann man natürlich auch auswählen. Die Kennzeichen gibt es ausgeschnitten oder nicht ausgeschnitten zum Kauf. So, wie ihr seht, die Kennzeichen sind selbstklebend und im Maßstab 1 zu 16. Ihr könnt den Maßstab natürlich selber wählen, von 1 zu 43 bis 1 zu 5, meinen aber Maßstab 1 zu 16, dass sie sonst nicht zum TX4 passen, da die Stoßstange hinten so einen kleinen Kennzeichenhalter hat. Hier ist das Problem, weil die Stoßstange ist gedacht für ein USA-Kennzeichen, ich habe aber ein deutsches Kennzeichen. Das 1 zu 16er passt hier perfekt hinten rein, wie ihr seht. Müssen wir natürlich noch festkleben, die Kennzeichen sind selbstklebend. Natürlich muss das hinten mit dem TÜV-Stempel hin und vorne das Kennzeichen ohne. Dann würde ich sagen, kleben wir es mal auf. So, Kennzeichen hinten habe ich jetzt mal montiert. Die Klebekraft ist echt sehr, sehr gut. Die Kennzeichen sind auch wasserfest und UV-beständig. Das vordere Kennzeichen werde ich hier auf dieser Fläche platzieren, also hier hin. So, das Kennzeichen vorne habe ich auch montiert. Die Aufkleber lassen sich echt sehr, sehr gut verkleben. Besonders wenn man die Kennzeichen noch nicht ganz angedrückt hat, lassen sich die Kennzeichen noch echt sehr, sehr schön verschieben. Das finde ich echt sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, unten in den Kommentaren verlinke ich euch den Shop, wo ihr die Kennzeichen kaufen könnt. Es gibt auch noch viele andere Kennzeichen auf Anfragen, auch mit Saisonkennzeichen oder grünes Kennzeichen und so weiter. Das könnt ihr alles aber nur auf Anfrage machen. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao!